Österreich. Justine Bressas, Boucher ist unterwegs. Stichwort Österreich. Lisa Therese Hauser ja gar nicht mit dabei an diesem Wochenende. Krank zu Hause. Heute ihr 30. Geburtstag. Glückwünsche von hier aus an den Fernseher zu Hause. Lisa Vitozzi macht sich auf die Verfolgung. 17 Sekunden nach Justine Bressas-Boucher. Mit der 7 dann schon vorne hingerückt. Franziska Preuß. Und da sehen wir Lisa Vitozzi rausstürmen. Ja, ist immer so eine Frage mit den Abständen. Die ersten 7 bis Franziska Preuß innerhalb einer Minute. Wie ist das taktische Vorgehen? Also, was macht Franziska Preuß? Die ersten 7 haben viel Zeit, um ihr eigenes Rennen zu laufen. Eine Minute für die ersten 7 ist normal nicht üblich. Also da sind schon normal 12 bis 15 Athletinnen drin. Aber das, die Ausgangssituation von dem Sprint war einfach, dass die Strecke sehr selektiv ist. Während Franziska Preuß jetzt da rausgelaufen ist und die Schneebedingungen waren auch recht langsam. Deshalb diese großen Abstände, deshalb diese Riesenselektion mit über 3 Minuten 30 circa die letzte, die da starten darf. Also das war schon außergewöhnlich. Ja, und dann haben wir gleich die Uhr für Janina Hettich-Walz auf dem Punkt, wo sie loslaufen darf. Muss sie ja selbst darauf achten, dass sie hier pünktlich losläuft, nicht zu früh. Neben ihr mit der 15 Mona Bronson, stark gewesen im Sprint, die Schwedin. Aber auch Janina Hettich-Walz im Bereich von Franziska Preuß unterwegs. 4 deutsche Athletinnen ja insgesamt mit dabei, mit der 21 dann gleich Vanessa Vogt ganz links jetzt im ersten Korridor. Und dann folgt noch Selina Grozian, die jüngste im Team und im Feld mit 19 Jahren. Mit der Startnummer 38. Ihr Rückstand dann schon 2 Minuten 39. In der Verfolgung ist viel möglich. Es geht ja auch darum, 60 Athletinnen, wie gesagt, Punkte zu sammeln im Weltcup. Die ersten 40 Plätze zu erreichen. Die eben zu halten für Selina Grozian oder ist im Sprint auch wieder ein wenig unter Wert geschlagen worden, mal so ein Rennen zu liefern, wo sie wirklich auch selbst mit zufrieden sein kann. Und da heute die Strecke so schnell ist und im Verhältnis nicht so schwierig, mit Ausnahme dieses steilen Anstiegs, Laura Dallmayr hat es vorhin schon erklärt, wie zu laufen ist, ist ein Schießen, ein gutes Schießen unabdingbar. Es ist sowieso immer, aber heute ist schwierig, im Laufen viel Zeit gut zu machen. Von den Hinteren, da vorne ja mit auch die stärkste Läuferin unterwegs ist. Justine Bressas-Boucher gehört mit Sicherheit zu den 2-3 schnellsten Läuferinnen. Also wird schwierig, wenn nicht fehlerfrei geschossen wird. Ja, hat im Sprint die zweitbeste Laufzeit. Justine Bressas-Boucher, die schnellste, war Anna-Maria Lampic, die Slowenin. Die Langlauf-Spezialistin, die aber eben mit 4 Fehlern dann weiter hinten gelandet ist an Position 14 im Sprint und so eben auch heute mit 1,31 Rückstand ins Rennen geht. Elvira Öberg, die Frau im roten Trikot, der Startnummer 5, führt diese Wertung an hier in der Verfolgung. Und dann haben wir Franziska Preuß, 1,02, also Justine Bressas-Boucher drückt vorne aufs Tempo, hält den Abstand, jetzt im Vergleich zumindest von Franziska Preuß. Und in den Verfolgerinnen da unten steckt dann auch Janina Hettich-Walz. Ja, und da haben wir kurz die 14 gesehen und da haben wir Janina Hettich-Walz 1,31,4, also zurück. 1,29 war es, hat ein wenig verloren und wir können mal runterschalten, nämlich an dieser Stelle, an dieser ersten Zwischenzeit, da steht Laura Dallmayr. Wie sind deine Eindrücke da, Laura? Frequenz hochzuhalten und die Geschwindigkeit mitzunehmen, aber es strengt sich schon extrem an und es ist gar nicht so einfach. Hier wird ordentlich gefightet und auch die Trainer feuern die Athleten richtig Vollgas an, damit sie möglichst viel Geschwindigkeit oben auf über die Kuppe mitnehmen können. Und da schallt die Anfeuerung für Vanessa Vogt hier durch den Wald, die mit knapp 2 Minuten Rückstand ins Rennen gegangen ist. Die ja in der ersten Verfolgung in Östersund auf dem Podest war. Am Rang 3 hinter Franziska Preuß. Den hat Lou Jamonot gewonnen in Östersund, die ja nicht dabei ist, Corona erkrankt, auf das Wochenende hier verzichten muss. Und Elvira Öberg dann die Siegerin in Hochfilzen. Und heute vorneweg Justine Bressas-Boucher.
Jean-Paul Jacquinot, seit ewigen Zeiten am Glas, beobachtet er die Schüsse der Franzosen und Französinnen. Die Bedingungen optimal, Sonne von hinten, die Scheiben allerdings wahrscheinlich sehr grell im Diopter. Da muss man schon ganz genau auch zielen. Wenig Bewegung in der Waffe, der erste Schuss geht hier daneben. Ja, heißt also Strafrunde. Aber die anderen beiden folgen ihr. Sowohl Tantrevold als auch Vitozzi. Was macht Julia Simon, die Weltmeisterin von Oberhof in dieser Disziplin? Elvira Öberg. Die das natürlich registriert haben. Und da hinten kommt dann auch schon Franziska Preuß. Jetzt ganz leichter Wind, von links nach rechts. Julia Simon kann profitieren, trifft hier alle fünf Scheiben. Elvira Öberg, auch ein roter Punkt bei der Schwedin. Und jetzt sogar ein zweiter. Also scheint nicht ganz so einfach zu sein da unten. Franziska hat zwei Rasten bei rechts genommen. Wind ist eben von links nach rechts. Ah, auch hier der Fehler. Ja, auch da bleibt eine Scheibe stehen im Prinzip. Also Strafrunde für Franziska Preuß. Schade drum, es führt weiterhin Justine Presas-Boucher. Aber der Vorsprung auf Julia Simon nur 9,4 Sekunden. Dann Tantrevold, dann Vitozzi und Skogan. Es werden sehr viele Fehler geschossen, erstaunlich. Hätte ich Walz, aber bleibt fehlerfrei. Ja, sehr gut. Damit kann sie hier an einigen vorbeiziehen. Arne Kleif, Lampitsch wieder mit drei Fehlern. Bubornikova 2, Irwin 2. Also das hätten wir nicht erwartet. Und auch Lena Hecki-Groß mit zwei Fehlern hier beim Heimdebüt in der Lenzerheide. Vanessa Vogt. Also da ist jetzt einiges möglich, wenn so viele Fehler davor geschossen werden. Ja, sie nutzt es. Vanessa Vogt kann sich damit doch an einige ranschieben oder sogar vorbeigehen. Und Janina Hettich-Walz jetzt auf Rang 8, nur zwei Sekunden hinter Franziska Preuß, die 1:05 zurückliegt. Also eine Minute war es nach dem Start, 1:05 sind es jetzt. Ist in Ordnung bis dahin. Und das waren die Beobachtungen an Justine Presas-Boucher und Vanessa Vogt. Also jetzt an 15 geht sie zurück ins Rennen, damit sechs Plätze gut gemacht. Im Vergleich zum Start, Presas-Boucher vor Simon, vor Tantrevold. Und dann haben wir Selina Grotjan. Ja, momentan die Scheiben nicht eingeblendet. Ja, auch der Computer gibt es nicht her im Moment. Nein. Was sie geschossen hat, müssen wir versuchen nachzuliefern, aber weder hier in unserem Computer, an dem wir alles verfolgen können, ist das registriert worden, dieses Schießen, als eben im Fernsehbild. So, das ist die Spitze. Mit der 3 hier Lisa Vitozzi. Aha, und ein Fehler für Selina Grotjan. Müssen wir leider registrieren. Aber viele. Ja, aber wir haben ja Sven Fischer am Schießstand heute. Sven, wir können mal rufen. Sag doch mal, was Selina geschossen hat und insgesamt deinen Eindruck, weil wir ja wirklich davon ausgingen, dass heute wahrscheinlich nicht so viele Fehler geschossen werden. Das waren doch sehr viele. Ja, für Selina war es ein Fehler und die Tendenz war jetzt hier zu sehen, dass der Wind ein bisschen aufgefrischt hat nach rechts. Also es ist so, dass zum Anschießen, wo es fast fehlerfrei, richtig windstill war, dass jetzt doch ein bisschen Druck reingegangen ist. Ich konnte nicht bei jeder durchgucken, aber der Eindruck war, dass die Windfahnen definitiv mehr nach rechts geweht haben. Haben wir noch einmal den Blick hier über die Schulter weg von Selina Grotjan. Und dann wieder zurück vorne an die Spitze nach wie vor Justine Presas-Boucher. 7 Sekunden Simon hinten dran, hat da gut 2 Sekunden aufholen können. Auch Tantrevold schiebt sich um 3 Sekunden ran an die führende Französin. Ja, Ingrid Landmark, Tantrevold wirklich in bestechender Form auch. Das gelbe Trikot will sie unbedingt mitnehmen.
in den Januar hinein. Zu sehen ist, rechts ist eine Spur, die würden die Athletinnen nutzen, wenn es schwer wäre, eine Haltearbeit zu leisten darunter, also wenn es glatt wäre. Aber sie haben das Gefühl, die Ski führen gut und deshalb nutzen sie das etwas schnellere, die etwas schnellere Gelegenheit, um eben da nicht Zeit zu verlieren. Also keine Spur verwenden heute, ist auch bemerkenswert. Ja, und die Anfeuerungen für die Französin, die zurückkehrt. Kurze Laufrunden, 2 Kilometer nur lang. Deshalb geht das recht flott dahin. Zweites Schießen noch einmal im liegenden Anschlag. Und da sind wir gespannt, wie es Ihnen diesmal ergeht. Mit der Erfahrung aus dem ersten Schießen und den Informationen, die Sie dann draußen sicher bekommen haben. Franziska Preuß und Janina Hettich-Walz, einen Platz zurückgefallen auf 8 und 9. Überholt von Elvira Oeberg. Erstaunlich, denn die hatte 2 Fehler geschossen. Und Janina Hettich-Walz, ja, alle 5 Scheiben getroffen. Jetzt also erneut das Spiel am Schießstand im liegenden Anschlag. Présas Boucher, Julia Simon und Ingrid Landmark-Tandrevold. Jetzt macht sie es besser, die Führende, und auch noch zügig macht sie sich davon. Julia Simon kann ihr folgen. Tandrevold muss in die Runde und Lisa Vitozzi. Also, das haben sie vorne jetzt besser hinbekommen. Lisa Vitozzi beginnt mit einem Fehler. Oh, gleich 2, das wird sie zurückwerfen. Oh, da geht irgendwas ganz daneben bei Lisa Vitozzi. Ganz ungewohnt bei ihr. Hat sie nochmal über die Augenblende drüber geschaut und dann trifft sie die 2. Marit Ischolz-Kogan. Starke Auftritte hat junge Norwegerin, die reingekommen ist ins Team. Aber jetzt die Augen gerichtet auf Franziska Preuß. Nimmt wieder 2 Rasten bei links zurück. So, jetzt sind ihre Scheiben eingeblendet. Auch die von Janina Hettich-Walz. So, Fehler Preuß. Wieder in die Strafrunde. Auch Persson. Janina Hettich-Walz trifft wieder alle 5 Scheiben. Macht bis hierher ein richtig gutes Rennen. Janina Hettich-Walz. Zweitbeste ja eben auch aus deutscher Sicht schon im Sprint. Und das rote Trikot getragen von Elvira Oeberg direkt vor ihr. Aber die wird sie ziehen lassen müssen. Die ist läuferig klar stärker. Wir sind bei Vanessa Vogt. Jawohl, sehr gutes Schießen von Vanessa Vogt. Viele, viele deutsche Fans auch hier heute hergekommen, um sich das Spektakel hier zum ersten Mal in Lenzerheide anzuschauen. Viel Betrieb jetzt da, Vanessa Vogt mittendrin. 16. Rang jetzt für sie. Janina Hettich-Walz auf Rang 5 im Augenblick. Franziska Preuß auf 8. Und wie du sagst, Vanessa Vogt auf 16, 1,54,8 der Rückstand. Ja, Janina Hettich-Walz 1,14,4 zurück, aber vor ihr eben laufstarke Athletinnen mit Présas Boucher, mit Simon, mit Tandrevold, mit Oeberg. Lisa Vitozzi zurückgefallen auf den 11. Rang mit den bisher 4 Fehlern im liegenden Anschlag, hat man selten gesehen. Die ja sehr gearbeitet hat an diesem Schießen in den letzten Jahren, alles auf Null gestellt hat und eine sehr, sehr sichere Schützin gewesen ist oder ist. Am Schießstand Selina Grotian. Leider ging der erste Schuss daneben und die letzten 4 hat sie getroffen. Also auch eine weitere Runde kommt hinzu. Gesamt 2 Fehler für Grotian. Und Ingrid Landmark-Tandrevold hat jetzt doch ordentlich Boden verloren. 38 Sekunden zurück. Im Vergleich. Nach dem zweiten Schießen waren es 38, aber insgesamt vom Start weg, da waren es nur 12,6. Also in der Summe des Rennens ist sie dann doch jetzt ein Stück weit weg von den beiden Französinnen. Das müsste Elvira Oeberg sein. Und dahinter Janina Hettich-Walz.
Ja, dabei ist sie ganz klassisch, Elvira Öberg, in ihrer typischen Art und Weise, ihrem Gesichtsausdruck. Aber auch Janina Hettich-Walz macht es bis hierhin sehr gut. Wie erwähnt, auch schon wirklich mit einem guten Sprint, diesen 12. Rang. Hat dann in der Summe ihre WM-Norm erfüllt. Zweimal Top 15, das war das zweite Ergebnis. Und ihr scheinen diese Strecken hier zu liegen. Insgesamt gefällt die Strecke den deutschen Athletinnen und Athletinnen sehr gut. Klar, die Erfolge kommen dazu. Und im Blick die Weltmeisterschaften hier 2025. Das quasi die Testwettkämpfe hier in Lenzerheide. Zwei Minuten der Rückstand von Vanessa Vogt. In etwa so wie beim Start. Ein paar Plätze hat sie gut machen können, aber nicht Entscheidendes bewirken können, da ein Stück weit noch nach vorne. Und wieder zurück. Erste Schießen, stehender Anschlag. Jetzt wird es noch mal interessant. Ganz vorne Justine Bressas-Boucher, gefolgt von Julia Simon. Das ist ein Duell auf den Matten 1 und 2. Die beiden ja momentan wirklich arg im Clinch, haben wir oft genug erzählt. Reden nur noch über Anwälte miteinander, Kreditkartenbetrug. Aber jetzt gilt es hier, 5 Ziele zu treffen. Ja, beide mit einem Fehler. Oh, Simon sogar mit zwei und mit Problemen die Waffe zu schultern. Alles registriert von Ingrid Landmark-Tandrevold, die jetzt hier die Chance hat, sich wieder ranzuarbeiten mit 5 Treffern. Und in der Studie hier Justine Bressas-Boucher, die 27-jährige Französin, bleibt also vorne. Ja, jetzt aber auch Tandrevold. Also hier kommt keine durch, auch mit 2 Fehlern jetzt. Oh, 3 Fehler. Es ist interessant, dass so schlecht geschossen wird. Die Strecke fordert vielleicht doch ihren Tribut. Laura Dahlmeier meinte, es wäre nicht so schwierig. Aber das ist natürlich ein Eindruck einer Sportlerin, die ausgeruht ist. Die haben schon viele Rennkilometer in diesem Trimester hinter sich. Das kann an den Kräften natürlich zehren und an der Konzentration. Aber ganz stark nochmal erwähnt, Janina Hettich-Walz, die hier quasi mit Elvira Öberg reinkommt, die läuferisch wirklich stärker einzuschätzen ist, sich da aber dran geheftet hat in dieser Laufrunde. Öberg jetzt mit Fehler, Hettich-Walz marschiert durch die Scheiben. Ja, und trifft alle 5. Kann hier Elvira Öberg überholen und distanzieren für den Moment. Lynn Persson und Franziska Preuß. Dritter Treffer. Ja, jetzt kommt sie mal durch bei diesem dritten Schießen. Im stehenden Anschlag alles abgeräumt. Ganz oben die Scheiben von Vanessa Vogt. Bravo, bravo, Vanessa Vogt, auch sie fehlerfrei, alle 3 deutschen Damen im Augenblick fehlerfrei, die hier am Schießstand waren. Das ist ja das Stehenschießen, ist ja das Geheimnis eines jeden Biathleten. Das Stehenschießen, gerade das letzte Stehenschießen, ist eben eminent wichtig, da machst du viele, viele Plätze gut. Oder eben, es geht nach hinten. Ja. Justine Bressas-Boucher führt weiterhin jetzt mit 31,2 Sekunden vor Julia Simon, während wir hier nochmal Janina Hettich-Walz beobachten können. Ja, sehr sicher geschossen, hat sie hervorragend gemacht. Und auch Franziska Preuß hat ja einen extrem starken Stehendanschlag, den sie hier zu nutzen weiß. Schnell schießt, unsicher schießt und los geht's. Bravo. Und da sind wir bei der Führenden bei Justine Bressas-Boucher. Wie gesagt, im Hintergrund zu sehen, Julia Simon, die ihr folgt. Und dann kommt schon Janina Hettich-Walz auf den 3. Rang. Auf einem Podestplatz für den Moment.
ist ja Wahnsinn. Bisher in ihrer Karriere ein fünfter Rang. 2020-21 in Altholz, das beste Ergebnis von Janina Hettich-Walz. Das ist eine überrundete Läuferin, die Nummer 59. Hier kommt die zweitplatzierte Julia Simon. Genau. Und nach hinten hat Janina Hettich-Walz 13 Sekunden auf Petrenko aus der Ukraine. Dann folgt auf Rang 5 Franziska Preuß mit 18 Sekunden Rückstand. Und Vanessa Vogt auf Rang 11. Also sehr gut. Und 10 Plätze gut gemacht, Vanessa Vogt. Und unsere Selina hat es wieder geschafft, einen Fehler zu schießen. Leider 1-1-1 bisher für Selina Grotian, kommt nicht recht vom Fleck. 42. war sie jetzt im Schießstand-Einlauf. Als 38. gestartet. Und Christian Mehringer, den wir da hören, der ja erkrankt war, zurückgekehrt ist hier am Donnerstag und jetzt wieder seine Frauenteam unterstützen kann. Janina Hettich-Walz, große Chance für sie. Und dann kommt die Frau in Gelb, hier vorne rechts, Franziska Preuß mit der 7. Elvira Oeberg ist mit dabei. Direkt bei Franziska Preuß. Lisa Vitozzi haben wir da kurz gesehen vor dieser Gruppe hier. Die ja mit den 3 Fehlern da doch einen herben Rückschlag hinnehmen musste. 4 Fehler insgesamt, 1,42 ihr Rückstand, 9. Rang nach dem 3. Schießen. Gerade da um Vanessa Vogt rum, da ist natürlich deutlich was los. Da kann es nach vorne noch gehen, einige Plätze, aber natürlich auch nach hinten. Jetzt gilt es, dieses letzte Schießen, so wichtig wie alle 3 zuvor. Und bisher haben sie sehr gute Karten und sehr gut gearbeitet, diese 3 deutschen Frauen da. Ja, in Östersund, ich habe es erwähnt, ja schon Rang 2 Preuß, Rang 3 Vogt, also auch hier die Chance heute wieder einen Podestplatz zu ergattern. Und sie hat es jetzt in der Hand von vorne weg, die Sprintsiegerin Justine Bressas-Boucher. Kann sie das Rennen hier zumachen? Der war schon mal richtig gut. Mitten rein. Ja. Also da muss sie abbiegen. Julia Simon nach dem 3. Schießen 31,2 zurück. Da kommt sie. Braucht jetzt 5 Treffer. Schnelle Treffer. In 17 Sekunden am besten. Das ist sonst nicht aufholbar. Julia Simon hatte 35 Sekunden Rückstand. Ja, muss sie. Sie riskiert, sie schießt schnell, sie trifft. Und sie trifft auch die 5. Scheibe. Noch ist Justine Bressas jetzt erst durch die Zeitnahme. 2 Kilometer, kurze Laufrunde. Kann Julia Simon da noch aufschließen? Bislang ist die Saison noch nicht so gut für sie gelaufen. Wir haben es erwähnt, Justine Bressas mit der 2. Laufzeit im Sprint. Julia Simon mit der 6. Also durchaus aufsteigende Form. Und jetzt haben sie sich im Blick, die beiden. Welch ein Drama, ja, diese beiden. Aber jetzt Daumen drücken für Janina Hettich-Walz. Das wäre ein Ding. Ah, und die Konkurrenz ist hinten dran und die ist namhaft. Schnell in die Runde. Janina Hettich-Walz, Tante Wold, Preuß, Elvira Oeberg. Die Schwede mit Fehler, Tante Wold mit 2 Fehlern jetzt wieder. Franziska Preuß mit der Chance, sich abzusetzen von diesen beiden. Jawohl! Auch Skogan, die Norwegerin hier mit 5 Treffern, die geht mit Preuß raus. Vitozzi, weiterer Fehler, aber Vanessa Vogt wieder sicher bis zum 4. Und auch der 5. sitzt. Also auch sie kann jetzt noch mal ein Stück weit nach vorne springen. Tolles Rennen aus deutscher Sicht. Justine Bressas-Boucher vorneweg vor Julia Simon. 7,5 Sekunden. Franziska Preuß auf 4. Janina Hettich auf 5. Vanessa Vogt auf 6. Mannschaftlich geschlossen auf den Rängen 4 bis 6.
Und es sind ja 2 Sekunden aufs Kogan für Preuß. Kann sie das noch holen? Kann sie den Podestplatz noch erreichen? Franziska Preuß auf den letzten beiden Kilometern. Richtig spannend hier. Und wie sieht es da vorne aus? Julia Simon kommt anscheinend nicht dran. Justine Preuß ist zu stark. Also der Doppelsieg für die französische Mannschaft scheint oder ist ganz klar, wenn nichts mehr passiert. Also sprich ein Sturz oder sonst irgendwas. Hier sehen wir den Abstand in der Perspektive. Und ich würde auch mal sagen, das lässt sich Justine Preuß-Boucher nicht nehmen. Welch ein Auftritt hier in Lenzerheide von ihr. Und sie beißt, sie kämpft, Julia Simon. 7,5 waren es, 12,5 sind es jetzt. Also sie verliert, Justine Preuß-Boucher zieht da vorne davon. Ja, ist nochmal eine richtige Herausforderung hier. Lenzerheide, 3 Einzelrennen. Vorgestern der Sprint, heute hier diese Verfolgung. Morgen dann nochmal der Klassiker, der Massenstart. Und Justine Preuß-Boucher, welch ein Jahr. Mama geworden, ich habe es erwähnt, nach dem Olympiasieg. Und sie hat von Anfang an gesagt, ich will unbedingt schnell zurückkommen. Hat immer trainiert, ab dem 4. Monat. Nicht mehr liegend geschossen, stehend immer weiter trainiert. Und hat gesagt, der Blick von außen darauf hat mal ganz gut getan. So, und jetzt sind wir bei Franziska Preuß und vor ihr die Norwegerin Skogan. Stark, sie hat sich da die 2 Sekunden rangearbeitet und wird jetzt einen taktischen Versuch starten dann irgendwo. Da hinten ja, Elvira Öberg. Die springt da ran, genau. Und Lynn Persson ebenfalls dabei. Oh, komm, Franzi, geht so. Also schon vorbei an Janina Hettich-Walz, Elvira Öberg, auch an Vanessa Vogt und Julia Simon. Klatscht hier schon die Zuschauer ab. Ein sicherer 2. Rang für sie. Die Siegerin allerdings heißt Justine Preuß-Boucher. Und die sehen wir hier in der Abfahrt. Ein Startzielsieg der 27-Jährigen. 6. im Weltcup, hat durch den Sprintsieg schon 3 Plätze gut gemacht. Von 9 auf 6. Und jetzt also vorbei an dieser prächtigen Kulisse heute. Gratulation Justine Preuß-Boucher für ihren insgesamt 6. Weltcup-Sieg. Er hat nochmal alles reingehauen da in diese letzte Runde, um sich das hier nicht mehr nehmen zu lassen. Aber keine Chance für Julia Simon. Da hat das Tempo gefehlt. Auch von ihr der Dank ans Publikum. Rang 2, Doppelsieg also für die Französinnen. Aber jetzt wollen wir dahinter schauen. Was ist mit Franziska Preuß im Kampf mit Persson, mit Öberg, mit Skogan? Wer ist hier, wer wird hier die Dritte? Und wo landen Janina Hettich-Walz und Vanessa Vogt? Skogan ist das. Marit Ischol Skogan, die wir hier sehen. Da kommt Franziska Preuß. Ja, sie kommt nicht ran. Kommt nicht ran, nicht wirklich, ne. Ja, und da geht's schon auf die Zielgerade. Also, die Norwegerin hat sich da durchgesetzt auf der letzten Runde. Rang 3 für sie und ein herausragender Rang. Einmal mehr für Franziska Preuß. Nicht vergessen, sie kommt aus der Krankheit. Erst vor 3 Tagen der erste negative Test. Und sie hat gesagt, das muss sich hier von Tag zu Tag steigern und besser gehen. Und dafür ist das schon wirklich ein herausragendes Ergebnis. Elvira Öberg nicht mehr hingekommen, auch nicht Persson. Vanessa Vogt am Ende noch auf einem 7. Rang. Und Janina Hettich-Walz auf Platz 8. Gutes Mannschaftsergebnis, sehr gutes Mannschaftsergebnis. Vanessa Vogt also von Platz 21 auf 7 vorgesprungen. Aufgrund Basis bei ihr das gute Schießen. Definitiv, sie hat die bisher schnellste Zeit in der Verfolgung. Also heute diese Einzelleistung genial vor Julia Simon, Vanessa Vogt, großartig. Und gefeiert wird hier Lena Hecki-Groß, die mit so einer tollen Form hierher gekommen ist. Aber das Ganze hier nicht so unter Beweis stellen kann bei diesem ersten Heimweltcup. Aber in der Mannschaft auch da Infekt. Geschwächt und enttäuscht rutscht das gelbe Trikot über die Ziellinie Ingrid Landmark-Tandrevold. Aber das gelbe Trikot, das wird sie behalten können, auch mit diesem 15. Rang.
Ingrid Landmark-Tantrevold. Das ist das Podium und da stehen die beiden mal lachend nebeneinander, die so im juristischen Streit sind. Ganz schwierig für das gesamte Team. Und mit der 29 Hanna Öberg. Na, 29 war sie im Sprint und heute also 7 Plätze gut gemacht. Aber das ist nicht der Bereich mit 5 Fehlern, Hanna Öberg, in den sie sich ansonsten bewegt und in den sie sich völlig zurecht sieht. Der Kampf um die Plätze, Tuuli Tomingas aus Estland, setzt sich auf den 25. Rang. Die ist hier recht flott unterwegs, die Estin. Und ein gutes Schießergebnis. Kapustova, Slowakei, fehlerfrei geblieben. Rang 28. Start Nummer 41 rausgegangen. Ja, Kalkenberg hier mit Ristova, der Bulgarin, im Fotofinish noch. Alina Stremus aus Moldawien. Und wir warten auf Selina Grotian. Sophie Schobo mit der 22, die hier reinkommt. Auch hier im Fotofinish. Der Schweizerin Amy Baserga, auch die ist wirklich nicht fit. Und da haben wir Selina Grotian, die beim letzten Anschlag auch noch mal 2 Fehler hinnehmen musste. Also insgesamt 5. Im Augenblick so um Rang 41 rumläuft. Und somit dann außerhalb der Punkteränge landen wird. Die Französin Ligonard eingekommen auf 38.